Aber wir können hier einfach nochmal wimmeln. Finden Sie die verlegten Items an diesem Schauplatz und platzieren Sie diese an den passenden Stellen. Wie zum Beispiel diese Fledermaus hier. Wow. Zahlenkombination, ja. Was? Das Zeug gehört daran? Okay, das können wir nicht anklicken. Oh wow, das Vieh lebt. Sah nicht so aus. Erstmal totschlagen. Nicht? Okay. Dort befindet sich etwas in der Pyramide. Das ist, ja, wir brauchen so einen grünen Trank, aber... Ach so, jetzt kann ich auch das gelbe Pulver nehmen. Ist ja spannend. Und wo genau tue ich das jetzt hin? Ah, tatsächlich hier rein. Das wirkt perspektivisch irgendwie alles sehr falsch. Okay. Und was mache ich jetzt mit dem Trank? Schön, dass wir den haben, aber... Okay, wir müssen die Pflanzen aufblühen lassen. Ja, ist klar. Und diese Blumen benötigen wir jetzt wofür? Ah ja, die kommen jetzt einfach in die Vase und dann geht natürlich dieses Fach auf. Und wir erhalten einen Lappen. Damit wischen wir die Kugel sauber und dann können wir mit Sauron telefonieren. 385, are you shitting me? Ja, kann ich mir merken, danke. Wir sind hier offenbar noch nicht fertig. Ach so, 385 ist hierfür. Ich dachte gerade, oh nein, das geht nur in eine Richtung. Nein! Verdammt. Was ist das? Ach, Kreide. Ach, wir füttern die Ratte. Okay, ja, das ist natürlich naheliegend. Holzsteinchen. Ist es jetzt Holz oder ist es ein Steinchen? Ich habe so viele Fragen. Die erste ist, warum spiele ich das? Okay, mit dem Holzsteinchen können wir nicht dieses Ding. Können wir damit einfach hier hinten auf das Eis prügeln? Nö. Warum auch? Ja.
Ja, gut, das Holzsteinchen. Also, das machen wir jetzt tatsächlich so und dann können wir jetzt... Es ist natürlich jetzt eine brennende Fackel, das funktioniert genauso. Was finden wir hier für einen Müll? Rote Emaille. Ernsthaft, wir können damit nicht die Bienen vertreiben? Komm schon. Oh, ist das vielleicht einfach das Zeug, was wir grinden müssen? Nein. Es ist, hätte mich, also ich weiß, es muss gelb sein, aber es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn... Wie unscharf das ist. Also, warum liegt da halt so ein Blurfilter drüber? Es ist alles so sinnlos. Abgesehen davon könnten wir doch eigentlich den grünen Knuspi da schon mal locker reintun, oder? Aber nee. Können wir halt nicht. Das Ding wurm. Oh, wait. Oh, nee, das waren aber nicht die Runen, die da auf dem Boden. Boden? Auf dem Boden lagen. Können wir sonst noch was mitnehmen? Nee, ne? Da brauchen wir wirklich die Kombination für. Ich brauche den gelben Kristall. Ja. Und den bekommen wir woher? Dass wir da drüben nicht hin können, verwirrt mich total. Da geht halt offensichtlich ein Weg lang. Und offenbar kommt da auch noch ein Gebiet. Aber... Ah ne, Moment, wir sind hier, ne? Ja, nö, dann kommt da einfach kein Gebiet. Dann ist das einfach so. Können wir das Zelt nicht einfach anzünden? Ach, goodness. Achso, da brauchen wir die Säure für. Gut, die machen wir dann aus dem blauen Elixier oder so. Warum können wir hier eigentlich noch hin? Das Ding müssen wir aufschließen. Mit nichts davon. Das Teil haben wir halt auch nicht. Oh, stimmt, wir haben die Ranken noch eingeölt. Da war ja was. Danke für den Hinweis. Die habe ich schon wieder völlig als Hotspot vergessen. Fett. René! Holy smokes, 43 Monate! Vielen, vielen Dank für den Resub. Das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Darauf erstmal auf dich. Na, dann können wir jetzt zum See. I will give you 3 more hours to return my wife, or the king will rest in stone forever. Liz, come here. Wenigstens der Green Knight hat eine Stimme, die nicht unfassbar furchtbar ist. Oh, wir haben diesen Zeltpfahl gefunden. Warum muss bloß stets etwas fehlen? Ja, das frage ich mich auch. Gut, aber da fehlt immer noch ein Teil.
Schmelzzauberspruch 2. Na, kiek mal einer an. Endlich geht's voran hier. So, was geht hier? Oh nein, nicht doch. Aber das ist noch relativ easy tatsächlich. Müssen wir das dreimal machen? Oder nein, einmal hat gereicht. Ah, jetzt haben wir hier so eine Imkerpfeife. Heißen die Dinger wirklich so? Ich bin mir unsicher. Der magische Handschuh ist bereit. Wow. Ich kann die Magie förmlich spüren. Da haben wir auch auf jeden Fall Magie für gebraucht. Ganz klare Sache. Ich packe jetzt mal die Schriftrolle ein. Ja, es fehlt immer noch eine Kachel. Zwille. Meinetwegen auch das. Oh Gott, das wird ein trauriges Schiebepuzzle, oder? Wenn es denn irgendwann fertig ist. Warum können wir hier noch hin? Dort sollten Würmer sein. Ich kann versuchen, sie auszugraben, jedoch nicht mit bloßen Händen. Und warum nicht? Okay, mit dem Handschuh offenbar auch nicht. Oh, ja, ich habe total vergessen, nach der Cutscene die Facecam wieder anzumachen. Danke. Sperren wir erstmal einen Vogel ein. Da fühlt man sich gleich richtig gut danach. Es ist ein absurd großer Zahn, der da auch einfach nicht hinpasst. Warum ist dieses Zelt eigentlich so vollgemüllt? Stimmt mit dem Laden nicht. Ein Besen. Den können wir hier doch einfach reinschmeißen, oder? Der passt ja doch überall. Natürlich. Gewicht. Das hängen wir einfach an den Vogel. Ist das okay? Nicht. Okay, haben wir irgendwo eine Waage? Ah ja. Das Holzbrett kommt wahrscheinlich in die Leiter. Der Faden kommt vermutlich dahin. Die Blume kommt hier. Kommt nicht da oben mit rein, sondern damit. Wow, plötzlich sind es sehr viele Blumen. Schnur, Pfeil. Okay, der Pfeil kommt wahrscheinlich damit hin. Prägung, Korkenzieher. Korkenzieher bestimmt für die Flasche. Schnur für die Schuhe. Deckel für, nicht diese Vase, für die Rüstung. Machen wir einfach einen Deckel drauf. So, und die Prägung kommt jetzt wo drauf? Achso, auf das Siegel. Das macht vollkommen Sinn. Wir bekommen eine Trittleiter? Verrückt. Ey, wir müssen Kram aus dem Inventar loswerden, ne? Dringend. Können wir... Wo waren denn die Bienen? Nicht hier. Achso, da muss jetzt erstmal Stuff rein. Okay. Nicht die schwarze Asche? Baumrinde, okay. Baumrinde can do. Dann zünden wir den Shit an. So, und dann smoken wir mal die Bienen weg. Es kam mir zu Ohr, dass es besondere Messer gibt, um Wachs einzusammeln. Ich hasse diese Frau so sehr, ne? Können wir nicht einfach mit der Trittleiter gegen das Eis hauen? Nicht? Schade.
Liz, we are here to help you. I'm not able to dispel the Green Knight's nature magic, but I believe that Morgana knows how to do it. She and Mordred probably found a place to hide. Ihr Gesicht ist halt auch richtig weit vorne. Seine Stimme. Morgana has a little castle somewhere in the mountains. Maybe they are there. But I don't know where exactly. Cool, du bist also zu nichts Nutze. I saw a map on the table, but it's missing a piece. There's a ritual that will help to find Morgana's castle. But we need a golden compass, a black candle and a missing piece of the map. Natürlich. Ja, guck mal, hier liegt... Willst du mich verarschen? Hier liegt dieser scheiß gelbe Kristall. Fick dich mit deinem Obstteller, Alter. Ich kann etwas in der Truhe hören. Ich hoffe, es ist ein Sprengsatz. Können wir bitte einfach diesen scheiß gelben Kristall einsammeln? Okay. Lass mich raten, das ist zu weit oben. Dann nehmen wir doch die Trittleiter. Hallo, meine kleinen Freunde. Sie sind hungrig, ich muss sie füttern. Natürlich. Mit der Zwille. Wir packen die Vögel einfach in die Zwille und schießen sie weg. Magisches Symbol. Symbol, wohlgemerkt. Die Seile halten die Truhe fest. Sobald ich schieße, wird die Truhe herunterfallen. Ganz bestimmt. Ich bin fest davon überzeugt. Bienenmesser. Natürlich. Was auch sonst. Was auch sonst. Weißer Wachs. Ich habe so viele Fragen. Können wir mit dem Dolch vielleicht... Nein, okay. Mit dem magischen Symbol? Nein. Gehört das magische Symbol mit zu dem Schiebepuzzle? Und wo war das eigentlich? Das war hier irgendwo, ne? Nee, das gehört da schon nicht zu, oder? Nee. Da brauchen wir eine Kachel mit einer Meerjungfrau drauf. Ach nee, die Meerjungfrau-Kachel ist total da. Wir brauchen eine Kachel mit einer Schildkröte. Ah, die ist bestimmt in der Schildkröte. Spontane Frage, welches Idle-Game ist besser? Crusaders oder Idle-Champs? Ich finde Idle-Champs. Das ist einfach besser gebalanced. Dafür kannst du Crusaders prinzipiell spielen, ohne irgendwie Geld reinzustecken. Kannst du Idle Champs theoretisch auch, aber da will man sich irgendwann schon Familias kaufen. Okay, ja. Wir müssen den fehlenden Kartenabschnitt finden. Das war irgendwie zu erwarten. Geht hier eigentlich irgendwas? Was können wir... Achso, hier muss noch der Kram in die Schatulle. Uff, ich muss einen Adler auswählen. Was? Das macht gar keinen Sinn. Gut, dann haben wir jetzt mal den Adler ausgewählt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir was aus einer Aussparung rausnehmen, oder?
Okay, irgendwas müssen wir irgendwann noch mit der Kiste machen, aber nicht jetzt.